Hallo, herzlich willkommen zu einem Erklärvideo der Reihe Musterlösung Grundschule SH Datenablage online nutzen. Dieses Video richtet sich an Lehrkräfte von Schulen, an denen die Musterlösung Grundschule, die unterrichtliche IT-Lösung des IQSH, eingerichtet ist. Thematisch geht es in diesem Video um die Nutzung der schulischen Datenablage von zu Hause oder einem anderen Ort außerhalb der Schule. Zum Beispiel, um Schülerinnen und Schülern sowie Eltern Materialien zum Download bereitzustellen. Ob die Datenablage Ihrer Schule für die Online-Nutzung freigegeben wurde, erfahren Sie von Ihrer Schulleitung bzw. dem oder der Medienbeauftragten Ihrer Schule. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. In Teil 1 wird gezeigt, wie man sich an der Datenablage anmeldet, sowie Material herunterlädt und hochlädt. Wie man Einträge kopiert, verschiebt, umbenennt, löscht, öffnet sowie Ordner erstellt, erfährt man in Teil 2. Im letzten Video wird gezeigt, wie man Materialien für Schülerinnen, Schüler und Eltern freigibt und öffentlich bereitstellt. Sie sehen jetzt das zweite Video, in dem gezeigt wird, wie man Einträge kopiert, verschiebt, umbenennt, löscht und öffnet sowie Ordner erstellt. Für das Kopieren bzw. Verschieben einer Datei oder eines Ordners müssen folgende Schritte durchgeführt werden. Zunächst wechselt man in den gewünschten Ordner. Ich wähle dazu jetzt den Ordner Lehrer und dort meinen persönlichen Unterordner. Hier liegt schon eine PDF-Datei, die ich meiner Klasse über den gemeinsamen Ordner Daten zur Verfügung stellen möchte. Dazu wähle ich die Datei aus und wähle oben im Menü Aktion und dort Kopieren bzw. Ausschneiden, je nachdem, welche Aktion durchgeführt werden soll. Ich nehme hier jetzt Kopieren und wähle dann den Zielordner aus, in diesem Fall der Klassenordner im Ordner Daten. Dort gehe ich wieder auf den Menüpunkt Aktion und wähle entweder Einfügen überschreiben oder Einfügen überspringen. Die Datei ist nun im Zielordner. Das Verschieben von Dateien funktioniert übrigens auf demselben Weg. Alternativ dazu kann man auch die Drag-and-Drop-Methode wählen. Dazu wechselt man wieder in den Ordner, wo die betreffende Datei liegt, wählt die Datei aus und zieht sie mit gedrückter Maustaste in den Zielordner und lässt die Maustaste erst los, wenn der Zielordner erreicht ist. Hier muss dann ausgewählt werden, ob die Datei verschoben oder kopiert werden soll. Ich wähle jetzt Verschieben, Überschreiben. Und die Testdatei verschwindet aus dem Lehrerordner und befindet sich nun in dem gewählten Klassenordner. Im Folgenden wird erklärt, wie man Dateien bzw. Ordner umbenennt, löscht oder öffnet. Zunächst wieder in den gewünschten Ordner wechseln. Ich wähle den Hauptordner Daten und den Ordner der Klasse 3b. Hier soll als erstes eine Datei gelöscht werden. Diese wähle ich dazu aus. Dann wähle ich im Menü über Aktion den Menüpunkt Löschen. Das Löschen muss im Anschluss nochmal bestätigt werden. Kurz darauf verschwindet die Datei aus dem Ordner. Im nächsten Schritt soll ein Ordner umbenannt werden. Gleiches Prinzip: Zunächst den Ordner markieren, im Menü die Aktionen öffnen, dort Umbenennen wählen, einen neuen Namen eingeben und mit OK bestätigen. Zum Schluss soll eine Datei direkt geöffnet werden. Dazu wähle ich zum Beispiel eine PDF-Datei aus, wähle Aktionen und in neuer Registerkarte öffnen. Die Datei wird dann in einem neuen Browser-Tab angezeigt. Das direkte Anzeigen im Browser geht allerdings nur mit PDF-, Bild- und Videodateien. Das Erstellen eines Ordners funktioniert folgendermaßen: Zunächst in den betreffenden Ordner wechseln, zum Beispiel Öffentlich, und dort im Menü Ordner erstellen wählen. Den Ordnernamen eingeben und mit OK bestätigen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und Sie können die vermittelten Inhalte für die Organisation Ihres Unterrichts gebrauchen.